Verleg das Kabel nach hinten, krabbel unter meinen Schreibtisch, schließ das Kabel an, da an dem Punkt, wo meine Black Widow vorher war. So, denk mir nichts Böses, krabbel unter dem PC wieder nach vorne, stell mich hin oder beziehungsweise setz mich wieder hin vor meinem PC, hab doch 2 Sekunden irgendwie im TS geredet und ab dem Moment ist alles eingefriest. Mein kompletter PC ist stehen geblieben, mein kompletter Sound ist eingefroren. Hallöche Freunde, willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Jump League, weil man hier sehr gut über Themen reden kann. Ich habe gerade 40 Minuten lang Try-Jump aufgenommen. Und da kann das jetzt alles wegwerfen und deswegen kommt diese Aufnahme heute auch relativ ein wenig zu spät online. Weil, alles, was ich aufgenommen habe, kann ich komplett wegwerfen, weil die Aufnahme komplett im Endeffekt für den Arsch ist. Weil, es ist einfach irgendwie unspielbar. Ich habe irgendwie zwischen den Aufnahmen immer so knappe 10 Minuten gewartet oder 5 Minuten gewartet, bis ich wieder eine Runde reinkam. Die Runden waren komisch, der Server, die Hits, die man da kriegt und auch teilweise dann aber so gut wie nie selber vergibt. Ach, ich bin froh, dass ich auf diesem Server tatsächlich keinen Premium-Rang oder YouTuber-Rang bekommen habe. Ich habe ihn zweimal beantragt damals, aber wurde immer abgelehnt. Ja, ich bin froh, dass ich da den Rang nicht habe. Aber gut, zum Glück ist es auf Playmunity Jump League noch spielbar und ist auch meiner Meinung nach immer noch besser als Try Jump. Vor allem, weil man da diese 3-Fail-Kacke da nicht hat, dass man irgendwelche guten Items kriegt, sondern man darf seine Jump-Runs immer wieder so oft probieren, wie man möchte. Aber gut, ich komme erstmal zum Thema, weswegen ich hier überhaupt über das generell angefangen habe. Man sieht es schon im Titel. Es ist interessant, ich wollte dieses allgemein das gar nicht so thematisieren eigentlich. Es war eigentlich so ein Witz im TS, dass wir dieses Thema thematisieren und dass ich darüber ein Video mache. Aber es wäre, glaube ich, eine ganz lustige Story, das einfach mal zu erzählen. Und zwar, für die Leute, die es nicht wissen, in meiner Beschreibung steht mein komplettes Equipment. Da steht auch drin, dass ich eine Black Widow als Tastatur habe. Sollte man auch in einem Handcam-Video von mir mal gesehen haben. Und man hört ja auch gerade im Hintergrund, ich liebe diese Tastatur auch, die ist super toll. Ich glaube, ich würde mir niemals wieder eine andere Tastatur holen als eine Black Widow. Falls ich eine Black Widow habe und die geht kaputt, kaufe mir eine neue Black Widow. Ganz einfach, weil ich liebe diese Tastatur einfach. Punkt ist, dass, ich komme einfach zum Thema. Ich war im TS mit dem lieben Labby Studio, mit Snox und der Jesse. Ich weiß nicht, obwohl Labby Studio kam, glaube ich, ein bisschen später. Aber im Endeffekt war es der Fall, dass wir Overwatch gespielt haben. Und für die Leute, die Windows 10 haben, ihr kennt das sicherlich, dass ihr dieses Feature von Windows 10, dass ihr so mehrere Desktops einrichten könnt. Das ist eben für diese Leute, die nicht mehr als einen Monitor haben. Man kann einfach, wie gesagt, mehrere Desktops einrichten. Und ich finde dieses Jump-Run gerade extrem, oder Modul gerade extrem schrecklich. Man kann mehrere Monitore einrichten und aus irgendwelchen Gründen hat sich bei mir irgendeine Tastenkombination aktiviert, dass eben meine Monitore alle einmal zur Seite scrollen und ich so gesehen neue Desktops habe und dadurch war auch Overwatch so gesehen das Spiel dann weg und so weiter und so fort. Ich wusste halt nicht, wie, also war ich so gesehen, also wie das weggeht oder allgemein, wie man da diese Tastenkombination geht, also war ich irgendwie ein bisschen aufgeschmissen. Ich konnte halt irgendwie nichts machen. Also blieb mir nichts anderes über, als mein PC neu zu starten. Was ich aber auch noch bemerkt habe währenddessen, dass meine Tastatur irgendwie ein bisschen kaputt war, mehr oder weniger. Sie hat nicht richtig funktioniert. Die Steuerungstaste war eingerastet und ihr kennt es sicherlich, wenn eine Taste dauerhaft aktiviert ist, ihr dann einfach nochmal neu da drauf haut oder einfach nochmal neu da drauf drückt und die Taste dann halt wieder geht, weil die halt, wie gesagt, irgendwie eingerastet war. Das war jedenfalls das Problem, das hat halt nicht, dass ich da doll drauf getippt habe, hat das Ganze halt nicht gefixt. Also da ist mir im Endeffekt, habe ich mich dazu entschieden, es bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach den PC mal neu zu starten. Gesagt, getan. Hat dabei allerdings auch nicht geholfen. Also dachte mir so, scheiße, was machst du jetzt? Also was heißt, hat dabei nicht geholfen? Es war noch schlimmer. Ich habe den PC neu gestartet, ab dem Punkt ging meine Tastatur nicht mehr. Die hat einfach nicht mehr geleuchtet. Und ich dachte mir so, scheiße, was machst du jetzt? Ich bin im Endeffekt drauf gekommen, einfach meine alte Tastatur anzuschließen, was irgendwie auch logisch ist. Oder auch halt natürlich auch Sinn ergibt, die alte Tastatur dann einfach zu nehmen. Hab die ganz normal vorne an meinem PC angeschlossen, hab dann damit erstmal so rumgetestet, hab die Treiber der alten Tastatur deinstalliert, alle Software davon runtergeschmissen und so weiter und so fort. Also alles mögliche, was ich von der Tastatur irgendwie hatte, habe ich erstmal gelöscht. Was soweit auch komplett richtig war, eigentlich so in der Richtung. Kann ich anders... Oh wow, ey. Dieses Modul, Mann. Ich glaube, was anderes hätte man da nicht machen können. So, dann habe ich mir gedacht, okay, startest den PC erstmal neu, wo die ganze Software runter ist und installierst die dann wieder. Vielleicht geht sie dann wieder. Schließt die Tastatur wieder an. Übrigens war es auch egal, welchen USB-Port ich die angeschlossen habe. Sie hat einfach nicht mehr funktioniert. Dann dachte ich mir so, okay, startest den PC neu, Software wieder drauf, dann soll sie wieder gehen. Nein. Funktioniert immer noch nicht. Dann dachte ich mir so, scheiße.
Ich habe dann einfach mal im Endeffekt an meinen Laptop angeschlossen, weil ich gucken wollte, ob sie jetzt kaputt ist oder nicht. Und nein, tatsächlich hat sie funktioniert. Und das, ich war ziemlich froh darüber. Mein PC hat dann irgendwie trotzdem nicht funktioniert. Warum, weiß ich immer noch nicht. Aber sie hat nicht funktioniert. Gut, da habe ich gesagt, okay, RIP Black Widow, ich weine. Ich schließe einfach meine normale Tastatur jetzt ganz normal an und werde halt mit der, werde jetzt diese lang benutzen, bis ich eine neue habe. Also eine neue Black Widow. Und, naja, hab die halt vorne mal angeschlossen und dann dachte mir so, komm, ja, wo ich jetzt eh gesagt habe, komm, ich benutze die jetzt so lange, ich schließe die einfach mal hinten an, verleg das Kabel nach hinten, krabbel unter meinem Schreibtisch, schließ das Kabel an, da an dem Punkt, wo meine Black Widow vorher war. So, denk mir nichts Böses, krabbel unter dem PC wieder nach vorne, stell mich hin oder beziehungsweise setz mich wieder hin vor meinem PC, hab doch 2 Sekunden irgendwie im PS geredet und ab dem Moment ist alles eingefriest. Mein kompletter PC ist stehen geblieben, mein kompletter Sound ist eingefroren, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber es war so ein ganz komischer Roboter-Sound. Ich kann mal hier kurz ein kleines Bild einblenden. Das Bild habe ich in dem Moment dann auf Twitter gepostet, von wegen RIP PC jetzt auch noch. Weil kurz vorher habe ich halt gepostet, hier, RIP Black Widow, ich so, meine Tastatur ist im Arsch. Und dann kam halt noch das im folglich. Und, naja, ich weiß bis heute nicht, was das war, aber es ging, mein PC hat nicht mehr funktioniert, egal was ich gemacht habe, ob Tastatur angeschlossen oder nicht. Ich habe, ihr kennt das ja, wenn ihr PC hochfahrt, kriegt ihr erst so ein Bild von eurem Mainboard und dann steht da Windows wird gestartet oder sowas. Bei Windows 10 ist da leid, dass dann halt einfach mit so einem kleinen Kreis. Und zu dem Punkt kam ich halt nicht mal. Ich meine, bei mir kam halt dieses Mainboard-Bild und dann circa 2 Sekunden danach kam dann der Bluescreen, den ich auch da bekommen hatte, den ich euch eben gerade eingeblendet habe. Und ich konnte nichts dagegen tun. Abgesichert Modus funktioniert nicht. PC-automatische Reparatur funktioniert nicht. Nichts konnte ich machen. Der PC ging in keinster Weise, konnte ich den starten. Das Einzige, was irgendwie funktioniert hat, war eben dieses nach der automatischen Reparatur, falls die nicht möglich war, dass ich dort aus dem Menü eben bedienen konnte, wo man den PC zurücksetzen kann, etc. Und da ich eben gegoogelt, hab die Fehler bei Google eingegeben dementsprechend und hab halt erstmal über die CMD in ganz viele Ordner navigiert, hab Sachen gelöscht, hab ganz viele so zeilenlange gefühlte Commands ausgeführt, damit der PC durchgescannt wird und da die eine oder andere Sache behebt und alles. Da stand auch ja hier, das würde jetzt mal dauern und dann stand da so, ja, irgendwie Probleme behoben, geht jetzt wieder. Ich starte den PC und das geht nicht. Im Endeffekt hat nichts funktioniert, was irgendwie im Internet stand. Ich habe da, glaube ich, eine Stunde dran gesessen und es hat, wie gesagt, es hat einfach nichts funktioniert. Im Endeffekt ist mir nichts übergeblieben, als mein PC neu aufzusetzen. Zum Glück konnte ich das eben so, um mit den Dateien, die Dateien zu behalten, weil auf dem Desktop hatte ich noch die eine oder andere Datei von damals, von YouTube-TDT, was vor kurzem lief. Oh nein, als ob jetzt nur noch 10 Sekunden vorbei. Ach man, ey, ich hasse es. Man hat viel zu wenig Zeit in diesem Modus, ach man. Aber trotzdem, okay, so, ich habe, meine Rüstung ist ja ganz gut soweit. Jedenfalls habe ich mein PC dann neu aufgesetzt. Zum Glück sind meine Sachen auf dem Desktop geblieben. Ich installiere alle meine Programme wieder neu, so wie es sich halt gehört, weil ich die halt einfach brauchte, mein Schneidprogramm, Photoshop, etc. Musste ich alles wieder installieren, damit ich hier ganz normal arbeiten kann. Aber ja, also es war jetzt zum Glück, ging das alles nur über die Maus, das Tastatur war noch nicht angeschlossen, deswegen konnte ich das alles so starten, weil ich hatte ja, ich konnte halt über den MTS, habe ich gesagt, ja hier, schickt mir mal einen Download-Link davon, von der Creative Cloud und so, und dann habe ich gesagt, schreibt mir jetzt MTS, ich will gerade das nur nicht anschließen und so. Oder nee, Quatsch, die war sogar vor, doch, die war wohl angeschlossen, aber sie war vor, Alter, was war das denn gerade für Hits? WTF? Hä? Das war gerade die Ultra-Kombo, Mann. Ja, sie war vorne angeschlossen am PC und da hat auch alles funktioniert und naja, jedenfalls habe ich die dann hinten angeschlossen, weil ich mir dachte, okay, ich habe das ja eh gerade so gemacht, es dürfte ja alles wieder funktionieren. Ah, naja, gesagt, getan, aber zu früh gefreut. Ich nehme also meine Tastatur, schließ die hinten am PC an, da wo ich sie auch vorher angeschlossen habe. Ich dachte mir so, PC ist neu aufgesetzt, ich habe eh alles so behoben, wie es da stand über das BIOS hier, beziehungsweise über das Problembehandlung mit der CMD dann. Und also sollte es eigentlich kein Problem sein, wenn ich das dazu anschließe, selbst wenn da irgendwelche Treiber so nicht gehen, ich habe sie ja repariert. Denkt mir nichts Böses, schließt die Tastatur an, Leute. Nach einfach einem frisch auf neu aufgesetzten PC, wo ich gerade mein Programm installiert habe. Und ratet mal, Leute, ratet mal, was passiert. Ratet es. Richtig, Bluescreen, alles wieder im Arsch. Also, wieder selbes Problem, konnte nichts tun, PC neu aufsetzen. Richtig geil, nachdem ich irgendwie 1,5 Stunden oder 1 Stunde dafür gebraucht habe, dass der PC überhaupt wieder läuft. PC instant wieder kaputt. Und, naja, PC nochmal neu aufgesetzt und ich glaube, dass ich das, ich hab's dann nicht nochmal gemacht, weil ich mir dachte so, das mache ich jetzt nicht nochmal. Aber seit diesem Tage an trägt meine Tastatur den Namen die Killer-Tastatur. Ich hab ja schon mal ein Video gemacht über den Killer-USB-Stick. Alter, wer braucht einen USB-Stick, wenn ich meine Tastatur hab? Na Leute, einfach eine Tastatur anschließen und Bluescreen. Macht zwar nicht so viel Schaden wie der USB-Stick, der zerhaut eure Hardware, aber ich meine, softwaremäßig ist am Arsch. Ihr müsst euren PC neu aufsetzen.
So, er rennt eh nur weg, also kümmere ich mich mal um den hier. Okay, der springt auch. Oh, wow, ey, das ist, ob jetzt beide wegrennen, Mann. Was ist denn das? Naja, ab dem Punkt hatte ich halt einfach Angst, meine Tastatur anzuschließen, weißt du? Leute, stellt euch das einfach mal vor. Ihr habt so einen PC, eure. Ach so, lalalala, hier. Eure Tastatur geht nicht mehr. Ihr schließt eure alte an. Es funktioniert alles. Denkt euch nichts Böses dabei. Und auf einmal schließt ihr die dann hinten an am PC, ja? Und ab genau diesem Punkt, ab dem Punkt geht euer, kriegt ein Bluescreen, den ihr nicht beheben könnt. Egal, was ihr tut, dieser Bluescreen geht nicht weg. Es ist unmöglich, diesen Bluescreen wegzukriegen irgendwie. Klar, wäre bestimmt irgendwie möglich gewesen. Aber wahrscheinlich ist es das Einfachste und Schnellste. Oh, lol, der war hinter mir, das habe ich, okay. Das ist das Einfachste und Schnellste, wirklich den PC neu aufzusetzen. Und das habe ich dann ja auch getan. Und ihr macht das und ihr schließt die Tastatur wieder an, weil ihr euch natürlich nicht so denkt. Ist neu aufgesetzt, ist alles eigentlich zurückgesetzt, also kann ja im Endeffekt nichts Schlimmes passieren. Und, naja, dann crasht euer PC wieder und ihr habt wieder im Bluescreen das gleiche Problem wie vorher. Also hat im Endeffekt alles, was ihr vorher getan habt, einfach gar nichts gebracht. Ja, und das ist, ja, ist nicht so geil. Und seitdem ist für mich die Tastatur oder allgemein meine Tastatur die Killer-Tastatur. Und ich werde sie nie wieder an meinen PC anschließen. Und ich werde sie niemals irgendwem verkaufen oder irgendjemandem geben, weil ich einfach Angst habe, dass diese Tastatur von egal wem, wer die dann als nächstes haben wird, den PC einfach kaputt macht. Aber gut, ich denke mal, warum meine... Das ist einfach so nervig. Wisst ihr, ich habe eine Tastatur, die meinen PC kaputt macht. Und jetzt habe ich eine Tastatur, die wieder funktioniert. Wo aber auch was nicht geht. Leute, ich schreibe in den Chat, ich drücke auf die N-Taste. Jetzt drücke ich auf die M-Taste. Und jetzt passiert nichts. Und ich weiß nicht, wie ihr die... Ich glaube, wie ihr die Enter-Taste benutzt. Also wenn ihr schreibt und Enter drückt, dann checkt ihr ja ab. Und ich benutze ziemlich, ziemlich oft dafür die rechte Enter-Taste. Rechts neben euren also neben dem Nummernfeld rechts an der Seite der Tastatur. Und die geht auch nicht. Und wenn ich jetzt was hoch... Ich kann nach oben drücken, um die anderen Tasten hier in... oder die anderen Sachen im Chat wieder zu tappen. Die Taste nach unten geht aber auch nicht mehr. Mann, das ist so schlimm. Es gehen so drei Tasten nicht mehr, die ich richtig viel benutze. Und die M-Taste vor allem. Ich kann nicht mehr richtig schreiben. Ich kann keinen Mano oder so schreiben. Kommt an oder... guck mal, ich will schreiben, helft mir. Oder helft mir. Da kommt ihr raus. Ach, jetzt ist so schlimm. Leute. Tut mir leid, dass es wie heute ein bisschen später gekommen ist, aber gut, ich schaue, dass ich jetzt so schnell wie möglich schneide und ihr das so schnell wie möglich online habt. Und dann würde ich Ihnen sehr schnell sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, würde ich mich riesig drüber freuen. Über mir findet ihr einen Kreis eingeblendet, da könnt ihr mal draufklicken, um meinen Kanal zu abonnieren und keine Videos mehr zu verpassen. Links und rechts findet ihr noch zwei andere Videos eingeblendet, würde ich auch euch empfehlen, die anzuschauen. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao!